War trotzdem starker Run von Hamster. War Hamster, ja. Dritter Platz. Dritter, oder? Dritter Platz. Wir haben jetzt Grand Final. Genau. So schnell schon. Long gegen Zebra. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es wieder so eindeutig aussieht. Wir wollen das Final. Bro, er zeigt auch keine Gnade. Er pickt direkt Rob einfach. Aber wir sehen noch Ness. Kein Gold. Stimmt, ja, Ness ist da, aber sonst weiß ich gar nicht, ob das so viel Unterschied jetzt macht. Okay. Ich wollte gerade nur für Dr. Puppet posen, Digga. Er hat die Enze Zero to Death, Digga. Mann, ey. Okay, er wollte gleich nochmal dafür gehen. Oh, yeah, das sieht nicht gut aus. Immer kein JB4. I don't know, man. Das sieht schon. Er weiß aber direkt, was er auch macht, das Advantage. Ja. Ja, Digga, Longo ist einfach ein Roboter selber. Ja. So wie er spielt. Er hat einfach gewartet. Und guck, sobald er reinkommt, also Justin, sobald er reinkommt, dann kommen so die ganzen Spot-Dodges, die ganzen Cross-Quarters-Options. Long ist so scary. Und Zebra weiß irgendwie gerade nicht, was er tun soll. Sieht ein bisschen planlos aus. Oh! Kommt er da? Ja, okay. Oh. Boah, einfach Bombe gegeben. Ich glaube, ich schaffe. Oh! Schaff der Hund, Alter, hat irgendwas, behindert zu machen. Aber wie die auch einfach long gegangen ist, dann war. Ja, ganz ehrlich, er spielt schon mit seinem Essen. Ja, irgendwie schon. Oh no. Ja, einfach nochmal. Oh no. Ja, stimmt, das Scoreboard. Das Scoreboard schon den Score geredet. Scoreboard ist nicht so aktuell. True. Okay, Laser. Digga, er hat seine ganze Familie geredet, Digga. Digga, er hat seine ganze Sippe geredet, Bro. Das war wieder Digga. Aus wie Winners Final. Digga, wenn Justin Kinder kriegt, die werden auch noch geredet. Hey. Digga, einfach alles. Das ist crazy. Sie spielen so viel miteinander, ich glaube. So, das ist wirklich. Ich glaube, Justin weiß selber schon. Ja, aber was ich krass finde, ist diese Gap einfach. Ich meine, das ist Grand Final, so. Ja. Von Justin ist ja auch ein krasser Spieler. So. True. Und einfach nochmal diese Gap zwischen jetzt Justin und Longo. Das ist so sad, Mann. Einfach so sad. Crazy. Guck mal, ich bin ehrlich, ich dachte, ganz Berlin wäre so, ne? Ich hatte die ganze Gap zwischen uns und Longo wäre so. Aber Stepper hat letztes Mal gewonnen, so. Ja, true. Das hat mich persönlich voll überrascht. Ja, und also ich auch. Mein Respekt bei Slipknot ging auf jeden Fall noch höher als sonst. So ja. Plus 1 einfach. Ey. Und das bei ihm geht's runter, Digga. So was passiert da? Einfach schon wieder so. Einmal so aus Nichts. Wirklich crazy. Scheint jetzt irgendwie auf Ness auch zu sticken. Ja. Weil er bemerkt hat, dass bei Wolves keinen Unterschied macht. Ja. Nicht, aber ja, sagen wir so, ich hoffe, dass diese... Dass es mehr Spieler gibt, die diese Gap verringern zwischen uns und Longo, so heißt. Ja, mehr Richtung Slipknot geht. Ja, ist schon krass, dass Longo hier ist und zeigt einfach, wie Smash geht, wir sind, so. Digga. Ja. Und ich finde, das wird uns auch ziemlich gut helfen, so zu improven. So. Auf jeden Fall. Also, schade, dass er schon jetzt umzieht, aber. Ja. Ich glaube, nochmal sollte er schon nicht mehr in Berlin sein. Und lebt in NRW. NRW wird jetzt noch krasser als sonst. In Essen, glaube ich, ne? Ich glaube, in Essen, ja. Zusammen mit anderen Egi, Topspielern. Mit Egi und Tarek. Ja. Okay, ja, nur also. Ein Topspieler. Aber Top Seeder, noch ein Top Seeder. Ja. Genau. Regt euch nicht auf über die Seeder. Egi macht einen geilen Job. Ja. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, dass man überhaupt sich die Mühe gibt für Seeding, so ist schon. Ja. Also, ist auch ziemlich aufwendig, habe ich schon gesehen. Ja, bei, und vor allem bei so einem wie Egi, der ja echt viele Turniere seedet. Ja, also auch für andere Leute, genau. Andere Regions, ne? Genau, also ist schon sehr. Sehr, sehr korrekt auf jeden Fall. Ja. So, deswegen ist er auch so einer der korrektesten von der Szene. Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt's trotzdem Leute, die sagen so, deswegen verkacken sie ihren Bracket angeblich so, ja, obwohl genau. Sie selber scheiße sind wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber erstmal so zurück zum Game. Zebra hat es geschafft, einen Stock mal zu ziehen. Ganz ehrlich, müssen wir zurück zum Game gehen, ja, Digga. Guck mal, was da passiert, Justin Bro. Justin hat einen Stock geschafft zu ziehen. Ja, wir müssen es mal appreciate. Er hat einen Stock.
Was ist überhaupt passiert? Wer hat den bekommen? Ich hab ehrlich gesagt... safe SD. Ja, ja, safe. Ohne jetzt gemein zu klingen, aber... Nein. Egal, das ist wirklich one-sided. Guckt euch an. So, keiner, lass über das Wetter reden oder so. Ja, Sonne und... Know, ein bisschen Mann. Sonne und ein bisschen bewölkt in Berlin. Ja, Mann. Manche Leute meinten schon, Digga, die spielen besser, sobald das Wetter gut wird hier. Oh! Oder reden besser. Oder keine reden Ahnung, besser, aber hat mich gerade gekillt. Wartet einfach ab. Er weiß, dass er nicht air dodged. Digga, er weiß auch, was er morgen zum Mittag essen wird. Digga, er weiß einfach alles. Aber diese Down Air, das ist einfach so broken. Die ist mega active, ne? Ja. Also, das kann er wirklich mega gut timen. Ja. Vor allem, also Startup ist ja, dauert ja 100 Jahre. Aber sobald man sieht, dass Ness ab B drückt, dann kann man schon im Prinzip einschätzen, wann er da ist. Ja, das ist so eine Recovery, die man so voraussehen kann. Ja, je mehr Experience man hat, desto einfacher hat man dieses Timing im Griff. Und ja. Ja, dann so einen krassen Spike zu haben, der so lange active ist, ist schon mega nice. Ja. Guck mal, die sind schon Kollegen geworden, Digga. Was? Geil! Aber wenn du jetzt schon verlierst, wäre so sad. Okay, wir sehen auch Incineroar auf jeden Fall von Longo. Ich merke auch jetzt, er heißt MK Longo, Digga, aber wenn er jetzt Incineroar pickt, ist er... Nee, MK... Ja, sein Sponsor. Sein Sponsor? Ja. Ach so, MK, ey, congrats! Ich wusste gar nicht, dass er einen Sponsor hat, Digga. Ich dachte, das wäre MK Leo Fanboy oder so. Ja, ist er ja auch. Ist er auch. Und deswegen ist es umso lustiger, dass sein Sponsor MK ist. Krass, ey, der müsste sich an MK Longo nennen. MK Longo. Das ist wirklich krass, ja. Ja, okay, seit ein paar Wochen, glaube ich. Ja. Ist er gesponsert. Ja, nice, auf jeden Fall. Ziemlich geil. Können wir sehen, wie er auf jeden Fall schon gut performt auf Berliner Turnieren. So. Falls es die überhaupt juckt, Digga, ich weiß gar nicht, was sie da erwarten. Aber Incineroar haben die auf jeden Fall nicht erwartet, sagen wir so. Aber ich glaube, Longo will einfach jetzt gerade noch ein bisschen Spaß haben. Mhm. Okay, das ist ziemlich free, Edgeguard. Ja. An sich kann das. Also, Charaktere, die so mit so einer Side B recovern, so von so waagerecht, da kann Ness so free einfach nur Side, also PK Fire drücken. Das ist so krass. Hä? Okay, Side ging einfach durch. Das ist zu klein, I guess. Guck mal, da brauchst du. Oh, okay, schöner Konfer. Da braucht er wirklich diesen Skyjay-Buff. Skyjay hätte das safe getroffen. Ja. Jetzt trifft es einfach. Ich glaube, seine Hitbox einfach größer so. Aber Skyjay spielt diesen Char halt aber auch, ne? Einfach insane, ne? Digga, ich habe das Gefühl, er hat jetzt nur noch gegen ihn schon öfters rausgepackt irgendwie. Meinst du? Irgendwie sagt mir das mein Bauchgefühl so. Okay, der F-Tilt? Ja, F-Tilt bei Zimmer ziemlich krass. Der sieht auch so cool aus, einfach so ein Karate-Chop. Okay, Incineroar confirms. Eieiei, guter Geil. Incineroar ist auch so ein lustiger Charakter. Ja, mega cooler Charakter. So ein cooles Moveset und so alles, aber der ist leider auf dem Rollstuhl, so deswegen ist so true. Von den Stats her mega lahm. Also, der wäre auch instant Top-Tier, wenn er ein bisschen schneller wäre gefühlt. Ein bisschen schneller auf jeden Fall. Ey, ohne Spaß, ich hoffe so sehr, dass im nächsten Smash-Teil, wenn Incineroar dabei ist, also höchstwahrscheinlich, dass er dann auch so mega broken wird. Sein Muster wird wahrscheinlich gleich bleiben. Hoffentlich. Aber er wird bestimmt vielleicht schneller, hoffentlich. Okay. Oh, okay, und es geht weiter. Was wird er jetzt picken? Was denkst du? Zelda vielleicht? Bitte keine Zelda. Zelda ist ein schlechter Charakter. Scheiße, zu schlechter Charakter. Will keiner sehen. Hast du komplett aufgehört mit Zelda? Ja, ich spiel keine Zelda mehr. Seit einem Monat nur noch Lucina. Let's go. Du bist zur Vernunft gekommen. Ja. Was ist passiert? Was hat sich geändert? Zelda bringt Depressionen. Dieser Char ist einfach viel zu schlecht. Einfach so einseitiges Gameplay. Langweiliges Gameplay. Der Zelda-Slender, Alter. Ja, ist einfach... Crazy. Ich habe jetzt 3 Jahre lang Zelda gespielt. Nach all den Jahren Realität. Und im letzten Jahr schon so ein bisschen Character Crisis gehabt. Mhm, ja. So, und... Hier mal Fox gespielt, da mal Samus gespielt. Stimmt, du hast eine Fox-Zeit. Genau. Ich schon und ja, seit letzten Epitech eigentlich nur Lucina. Nice. Lucina kann man immer machen. Ja, eben. Ey, wenn man Proto zuguckt, ja, Proto ist was geil. Er mit dem Charakter macht, ey, das ist crazy. So krass, Mann. Ja. Also,
Nee, deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass wir nicht Zelda sehen. Auf jeden Fall Solid Pick, Lucina. Ja. Sagen wir so. Kann auch nicht viel falsch machen. Ja. Okay, er spielt wieder Samus. Er hat davor auch Samus gespielt, aber gegen Zen Wolf, ne? Zen Wolf, genau. Ja. Okay, mal schauen, wie das läuft. Ich meinte ja, dass er gegen Judge viel Erfahrung hat, Samus. Mhm. Also Justin. Ja. Mal schauen, ob er damit viel anfangen kann. Oder ob er immer noch outfunded wird. Auch wenn irgendwie Samus jetzt so im Prinzip nur Samus spielt, so. Also nicht Smash Bros. Ja, ja, genau. So ein bisschen eigenes Game, so. Ja. Okay. Okay. Okay, beide schmeißen sich ein bisschen rum. Mhm. Oh, ey, das war ein sehr nice Konfirm gewesen. Leider nur Source von der Backe, aber die Fair reicht für den Kill. Da kommt noch eine Ziehfeld. Verdammt, Alter. Ich bin so froh, dass das ihn besiegt hat. Sonst hätte Berlin wirklich gar keinen Grund gehabt gegen ihn, Digga. Schlimm. Außer Pepper. Pepper hat auch mal gegen ihn gewonnen. Ja, aber Pepper ist ja auch kein Berliner. Er ist unser Ehren-Berliner, okay? Ja, ja, das ist. Was soll ich sagen zu dem Gameplay? Da gibt's einfach nichts zu sagen. Ja, beschweren kann ich gut, ja. Ja. Ja, wir reden über irgendeinen Scheiß, keine Ahnung. Wir geben unser Bestes. Okay. We're doing our best. Für die eine Runde jetzt? Ja. Das ist Grand Finals. Ja. Letztes Game. Wahrscheinlich. Eigentlich wäre das vorbei, aber Nomo zeigt irgendwie Gnade, indem er Samus spielt. Oder so. Wenn du willst, kannst du von deinem Urlaub erzählen. Ja, wie in Mexiko. Passend dazu hat der Skyjack gespielt. Ach, ich war in Mexiko für einen ganzen Monat. Das war saugeil. Ich habe 2,5 Wochen in Mexiko-Stadt gechillt. Ja. Ich hatte die Ehre, einfach in der Wohnung von einer Freundin zu bleiben. Das war wirklich cool. Ein Privilege. Es war wirklich ein Privilege. Ich konnte dafür so mega cheap wohnen. Und es war sehr eye-opening, in Mexiko zu sein, weil die ganzen Mexikaner so, die werden nicht gut bezahlt, weißt du? Und dann das Leben, also für uns sind Pesos ganz cheap und so billig, aber für die doch nicht, die sind ultra teuer da. Und es ist wirklich sau schwer, so ein gutes Leben zu führen. Deshalb die ganzen Mexikaner, die ich hier kennengelernt habe, der gute Suejo, Superdog, Arc. Ja, die sind alle Mexikaner. Die würden alle gerne in Mexiko wohnen, aber ist halt scheiße. So. Und die konnten alle nach Europa kommen. Es ist wirklich eye-opening, da zu sein. Aber auch geil. Es war auch geiles Holiday so. Ich war am Strand, an den Mountains. Oaxaca State ist auch geil. Ja. Total geiler Urlaub. Und jetzt bin ich zurück und happy und refreshed und recharged. Und ready, um ein bisschen Smash anzugucken. Was haben wir hier? stell dir ein paar Fragen. Du warst ja auf ein paar mexikanischen Turnieren und so. Hast du bei denen so Money Matches gemacht? Bei denen so, wenn du, keine Ahnung, wenn du so 5 Euro Money Match machst, das wäre so krass. Du sagst so, okay, du hast gewonnen, du hast 5 Euro. Die fangen an zu heulen, sagst so, ey, ich kann damit meine Miete zahlen oder so. Ja, ist mal nur Spaß, so. Ja. An sich schon, ja. Nur so für Urlaub und so ist bestimmt mega nice. Alles gut, ich switch schon mit ihm. Nur so für ein paar Fragen, aber sonst warst du nur in der Innenstadt so? Oder warst du auch in anderen Städten aus dem Mexiko City? Genau, ich war auch in Oaxaca City, was wie in, falls du das Film Coco von Disney gesehen hast. Ist ein bisschen so aus, so diesen Traditional. Ist wie ein Traum, wie ein Film. Ja, yeah, so farbleich und so wirklich cool. Boah, es ist schon vorbei. Okay. Gut, danke fürs Anhören. Freut mich, dass du Spaß hattest in Mexiko, Fraser. Auf jeden Fall hat Longo jetzt das Turnier gewonnen. Ist bestimmt wahrscheinlich so interessant wie deine Reise gewesen. Aber ja, vielleicht kann er sich damit auch Mexiko-Urlaub finanzieren. Yeah. Ja, weiß. Ja,